Vor wenigen Tagen ist sie mal wieder gelaufen, die Tokyo Game Show, die alljährlich stattfindende Megamesse in Japan. Ist sie immer noch geil? Kann sie einen alten Glanz anknüpfen? Und vor allem, warum sollte das für westliche Gamer interessant sein? Darüber reden wir heute beim Moon Talk. Moon Talk. TGS, das sind eigentlich drei Buchstaben, die wir als Langzeitspieler seit vielen, vielen Jahren kennen. Sie stehen eben für Tokyo Game Show. Und das ist eigentlich so mit der E3 zusammen die altehrwürdigste Spielemesse der Welt, die es heute noch gibt. Ja, oder? Kann man so sagen. Ja, ne? Ja. Ist aber thematisch, kommen wir bestimmt jetzt auch noch zu, immer so ein bisschen spezifischer. Also ich finde, da sieht man halt hauptsächlich natürlich japanische Sachen oder die mehr an den asiatischen Markt gerichtet sind, was aber nicht heißt, dass sie nicht auch interessant für uns sind. Genau. Ja. Ist eigentlich eine Messe eben, die gibt seit 1997, um ganz genau zu sein. Seitdem findet sie jährlich statt. In den Anfangsjahren hat sie sogar mal zweijährlich stattgefunden, also im Frühjahr und im Herbst. So angesagt war das Ganze. Und war über viele, viele Jahre auch sowas wie eine Messe, die eben mit der E3 damals konkurrieren konnte, wenn es um Neuankündigungen ging. Da, wie du schon sagtest, traditionell immer so ein bisschen japanischer orientiert. Viele japanische Hersteller, die da waren. Microsoft zum Beispiel hat es mit der Xbox über ein paar Jahre immer wieder versucht, da reinzukommen. Aber irgendwie nach ein paar Jahren, ich glaube, das war zu Xbox 360, haben sie dann mehr oder weniger offiziell die Segel gestrichen und gesagt, es lohnt sich nicht, wir kommen hier nicht rein. Aber die Tokyo Game Show als Messe, bei der viele große Neuankündigungen stattfinden, wie eben auf der E3 oder so, die Jahre sind ja doch seit einigen Jahren, würde ich mal sagen, gezählt. Also ja, immer noch eine interessante Veranstaltung, aber so als große Bühne für die ganz, ganz großen Weltpremieren ist es nicht mehr so bedeutend. Markus. Das stimmt. Also Weltpremieren haben wir jetzt nicht um die Ohren geworfen bekommen. Aber immerhin, und das betrifft natürlich hauptsächlich die japanischen Entwickler und Publisher, die haben sich natürlich noch ein paar Sachen aufgehoben, was ich vielleicht auch gern bei der Gamescom gesehen hätte. Ich spreche da jetzt zum Beispiel von Death Stranding oder auch Resident Evil, worüber wir gleich noch mehr sprechen. Aber ein paar Sachen waren schon dabei, ja, die ich mir gerne angeguckt habe und die ich vielleicht auch nicht so erwartet hätte. Aber klar, die großen Enthüllungen waren das jetzt nicht. War jemand von euch eigentlich schon mal auf der Tokyo Game Show? Du auch noch nie? Nee. Du auch noch nie? Ich auch noch nie, ne. Ich dreimal. Oh. Ja, es war tatsächlich, es ist eine schöne Messe. Immer, also ganz, ganz früher, ich glaube Anfang der 2000er war ich da ein paar Mal. Auch in dem Verlag, wo wir zusammengearbeitet haben, bei Cypress, da durfte ich da mal hinfahren. Und das ist schon irgendwie auch ein ganz eigenes Flair, weil das war schon so eine Messe, die so auch ja, so ein bisschen Gamescom-artig war. Also super quietschbunt, Publikumsverkehr dann immer irgendwie auch. Und ich erinnere mich da noch an so Sachen, was kam da so House of the Dead-Automaten, die da auch stehen hatten. Oder hier Taiko no Tatsujin, das war da irgendwann mal der super heiße Scheiß. Dieses Trommelspiel, bei uns, glaube ich, nie auf einer Messe stattgefunden. Ja. Oder auch so kleine Perlen. Ich wollte da irgendwann gerade mal nach Hause gehen und dann sah ich da plötzlich das erste Project Zero mit Kopfhörer auf und nie irgendwas von gehört, aber am Koei Tecmo stand damals, nee, es war glaube ich damals nur Koei, nee, nur Tecmo, sowas. Und dann Kopfhörer aufgesetzt und plötzlich kommst du mit dem Gefühl eines Geheimtipps aus Asien zurück und denkst, oh, das war richtig geil. Naja, ist lang her, ich glaube heutzutage lohnt sich das eher weniger hinzufahren. Ich meine natürlich, das Internet übernimmt ja auch einiges der Berichterstattung. Und ja, du hast schon gesagt, einige spannende Sachen waren dabei. Womit wollen wir starten? Oh Gott, guckst du mich an? Ja, keine Ahnung. Lass uns doch hier mit dem Project Resistance einsteigen. So. Ja. Nicht der dickste Titel, aber war relativ neu. Ich glaube, das ist auch vor der TGS. War das schon so halb bekannt? Kann das sein? So ein bisschen geleakt? Ja, es gab Teaser und große Erwartungen. Ja, genau. Also die Vermutung war, dass es ein neues Outbreak wird. Ja. Aber es wird was anderes gewesen. Ja, genau. Also was aber zumindest auch Multiplayer. Können wir es ja mal so ganz grob zusammenfassen. Soweit wie ich das verstanden habe, ist das jetzt ein Resident Evil-Ableger. Und es erinnert an Outbreak, was damals ja auch schon so ein Multiplayer-Titel war im Resident Evil-Universum, wo halt, glaube ich, mehrere Leute zusammenarbeiten mussten. Es war auch ein sehr frühes Online-Spiel, glaube ich, für die PS2, oder? Mhm, ja, genau. Und so wirkt das jetzt auch. Also Project Resistance heißt es aktuell. Da haben wir vier Teenager, die zusammen überleben müssen. Und es sieht auch nicht wirklich aus wie ein Resident Evil-Titel. So. Es sind halt die Labore, wo man da durchläuft, die jetzt, es hat mich am ehesten an Operation Raccoon City erinnert, was so ein bisschen wie B, C-Ware aussah. Stimmt. Nur bei Project Resistance haben wir ja den Kniff, dass es da sowas wie einen Game Master gibt, der quasi, ich weiß nicht, kann der auch die Dungeons bauen? Dungeons? Ja. Genau. Also die Level bauen? Bauen nicht. Nee, aber er kann die bestücken.
Bist du sicher, dass genau. ich sie nicht bauen kann? Ich dachte auch, irgendwas gelesen zu haben, dass man tatsächlich so richtig... Oh, okay, ich meine, es würde einen gewissen Sinn ergeben. Aber ist es auch egal, unabhängig davon ist es auf jeden Fall... Ich ein anderes Spielkonzept als meine nicht, Operation aber ich würde jetzt dafür nicht meine Hand ins Feuer legen. Ja, ich meine erst nur für Fallen verantwortlich Gegner bauen, genau, ja. Monster platzieren, er kann auch selber Monster spielen. Licht ausmachen, Licht an- und ausschalten. Türen verschließen. Genau. Mhm. Also ob er das Level direkt bauen kann, das habe ich jetzt zumindest nicht gehört, heißt nicht, dass es nicht geht. Ja, aber es ist auf jeden Fall ein interessanter Ansatz, weil ich glaube, zweimal haben sie es ja wirklich verkackt in dieses Left 4 Dead-artige Shooter-Ding. Also jetzt mal nur Koop-Squad gegen Umbrella-Monster. Die waren ja beide miserabel, diese Dinger, die Capcom da rausgehauen hat. Mhm. Und das ist zumindest jetzt mal was anderes. Mhm. Ne? Also was so ein bisschen für Freunde von Dungeon Keeper und Co., also einer ist der Bösewicht und die anderen müssen irgendwie dem Fallensystem entkommen, ist ja durchaus angesagt, asynchroner Multiplayer-Spaß. Mhm. Sieht nicht völlig uninteressant aus. Nee. Das stimmt, ja. Also ich kann mir auch vorstellen, dass das vor allem auf der, ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn vier Leute gegen einen spielen, der das Mastermind muss natürlich auch ein bisschen was können. Und ich finde, das klang jetzt schon anhand der Fähigkeiten so, als wäre man da ganz gut beschäftigt, als könnte man den Mitspielern schon, den Gegenspielern schon gut das Leben zur Hölle machen. Also ich kann mir vorstellen, dass es wirklich Spaß macht. Auch wenn man sich jetzt hier eine Rolle aussucht, es hat ja jeder auch seine spezifischen Skills. Der eine kann nur heilen, der andere ist der Tank und der andere macht Nahkampf. Es klingt so, als könnte man sich da taktisch gut ausleben und das finde ich schon mal ganz ansprechend. Mhm. Das fand ich aber ein bisschen befremdlich, dass es halt, wir haben es hingeschrieben, vier Teens, also es sind eigentlich ganz normale Teenager, zumindest sehen sie so aus, aber wenn du dann halt bei dem Typen in einem karierten Hemd sagst, so, das ist der Tank, das spricht mich jetzt nicht so mega an. Also, ja, das stimmt. Ja. Ja, es scheint alles so ein bisschen relativ zu sein. Also Tank nicht im Sinne von, ich gehe mit zwei Gatling-Guns und Bazooka im Dings, ich bin langsam, aber tödlich, sondern einfach so auf die Rollen zugeschnitten zu sein. Also, ja, klar. Aber trotzdem heißt diese Rolle halt Tank so im Rollenspiel-Genre einfach und dann ist es halt so ein Typ. Ja, ist halt ein Football-Spieler. Ja. Also es ist auf jeden Fall mehr Tank als die beiden Girls, weil er Football spielt und Quarterback ist. Okay. So. Kann der kann auch man schon mal Tank nennen. Zombie-Hieber einstecken. Genau. Ja. Also halten wir auf jeden Fall auf dem Schirm, aber wie gesagt, das war jetzt die erste offizielle Premiere. Mal gucken, was da noch kommt und was das Ding dann können wird. Weiß jemand, wann das kommen soll? Nee. Hab ich nicht mitbekommen. Nee. Hat er was gesagt? Ich weiß auch nicht. Nee, ne? Nee. Gut. Wir sagen nein. Wenn wir es nicht wissen, weiß es wahrscheinlich niemand. Oder ihr schreibt es einfach in die Comments. Haha, wenn ihr es besser wisst. Wir haben nicht genau aufgepasst. Gut, das war eine der spannenden Neuankündigungen, die es gab. Aber es gab natürlich auch Updates zu bereits bekannten Spielen. Zum Beispiel Final Fantasy VII. Mhm. Da gab es auch diverse Bühnenpräsentationen mit Kitase persönlich. Also da ist die gute alte Schule, der auf der Bühne steht ein Entwickler, der auf einer großen Videoleinwand etwas präsentiert und vorspielt, so wie das bei der Gamescom irgendwie immer seltener wird. Aber was früher so auf Messen so was Typisches war, um 16 Uhr gehe ich dahin, dann spielt Kitase persönlich, stellt er die neuen Demos vor. Mhm. Das ist da auch durchaus eben, hat da stattgefunden. Und klar, Final Fantasy VII, einer der größten Titel, und hat auch ein paar interessante Updates mitgebracht. Ja, wir haben jetzt zum ersten Mal die Beschwörung gesehen. Also, wie heißen die in 7? Ich habe 7 nicht gespielt. Heißen die auch Bestia? Es sind die, wir haben Beschwörungen gesehen. Ja. Ihr werdet sicher viel besser als wir wissen, wie die heißen. Ich habe mit 8 angefangen, da hießen sie GF. Oh. Später hießen sie Bestia. sie haben bestimmt auch einen ganz tollen Namen gehabt. Auf jeden Fall haben wir Ifrit gesehen. Das war nicht Esper, das war ein 6, ne? Esper hieß es. Oh, da klingelt was. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich. Egal, wir können sagen, falsche Sachen sagen. Aber wir haben wieder mal einen Bosskampf gesehen, in dem Ifrit mitgekämpft hat, sofern er denn da auch so heißt, aber ich denke ja. Da steht halt ein dickes Monster, was ihr gerufen habt, mit drin und haut mit drauf. Und am Schluss gibt es noch eine Superattacke. Ja. Aber das war eigentlich ganz cool, dass man da jetzt gesehen hat, dass die nicht einfach nur mal so aufploppen und ich mache irgendwie Meteor auf die Erde und bin wieder weg, sondern dass die quasi als temporärer Charakter irgendwie mit da rumstehen und feuern, glaube ich, auch selbstständig Attacken ab. Oder du kannst denen auch sagen, was sie machen müssen. Das war für mich neu. Das fand ich cool. Ja, vor allem, wenn man endlich mal mehr machen kann, als nur einmal staunen. Wie hieß ja noch mal dieser eine super ultimative, war das hier Knights of the Round oder so? Da gab es eine so eine, die ultimative, die irgendwo unter Wasser zu finden war. Das war eher so Bonus-Content im 7. Teil. Das ist, glaube ich, so die geilste Bestia, Guardian Force, Esper, whatever, wir wissen es nicht genau. Mhm. Aber die hatte irgendwie so eine 20-fach-Animation, die halt irgendwie, das dauerte mehrere Minuten. Okay. Und es war natürlich absolut super todbringend. Beim ersten Mal war es super geil, aber wenn man es dann irgendwann nicht abbrechen kann und es immer wieder einsetzen möchte, war das ganz, ganz schlimm. Mhm. Insofern absolut sinnvoll. Was ich übrigens auch total interessant finde, was sie da wohl gesagt haben, ist, dass dieser Schwerpunkt auf den auf
auf die Action, die man ja auch in der, auf der Gamescom spielen konnte, also dieses actionbasierte Kampfsystem, dass das wohl auch ergänzt werden soll um einen optionalen klassischen Modus, wo halt der ATB-Button sich nicht durch Aktionen füllt, sondern automatisch. Soll heißen, wenn der voll ist, kannst du in klassischer rundenbasierter Manier deine Aktion wählen und dich voll darauf konzentrieren und musst selber quasi gar nicht actionmäßig eingreifen, sondern in so einem guten alten Classic-rundenbasierten Modus kannst du kämpfen. Finde ich auf jeden Fall interessant, weil das war ja im Vorfeld, da waren ja viele Traditionalisten, die wirklich gesagt haben, boah, ob das mit Action funktioniert. Das stimmt. Und damit macht man auch diese Leute glücklich. Ja. Also für mich ist es nichts, wenn ich habe mich sehr verliebt in das neue Kampfsystem. Mhm. Ich finde, das ist echt eine super Lösung. Hat sich super angefühlt. Ich kann mir nicht vorstellen, da zurückzugehen zum Rundenbasierten. Aber ich gucke da auch nicht mit dieser Nostalgiebrille drauf. Vielleicht ist das doch noch mal was anderes, wenn man denn klassisch rundenbasiert spielen will. Die Option zu haben, ist auf jeden Fall super. Super ist übrigens auch, wenn man mal wieder neue Einblicke bekommt in Death Stranding. Ne? Ach, ja. Weil, wie gesagt, freut euch nicht so für so richtig knallharte Blockbuster-Neuheiten. Wie gesagt, die gab es dann auf der Messe eben nicht. Aber dafür endlich jetzt mal einen derben Info-Nachschub zu Death Stranding. Mhm. Ja, also, weil wie soll man das zusammenfassen? Kann, ja. Also ich weiß gar nicht, wie ist denn eure Meinung zu dem gesehen? Fandet ihr das langweilig oder cool? Weil wir können es jetzt schwer zusammenfassen. Also ich glaube, also ich habe mir relativ ausführlich das eine Video angeschaut. Ich glaube, das war das 50-Minuten-Video, wo halt sehr viel gelaufen wird. Mhm. Wir sehen sehr viel, wie Norman Reedus, Sam Bridges heißt er ja im Spiel, durch Amerika läuft. Wir haben viel Brücken-Gameplay gesehen. Wir haben erfahren, dass auch von anderen Online-Spielern, beziehungsweise, also dass es quasi so ein nicht simultanes Online-Gaming ist, dass sie wie bei Dark Souls Leitern hinterlassen können in dieser Welt, die du dann quasi auch benutzen kannst und auch bewerten kannst. Hey, danke für die Leiter, unbekannte Online-Spieler, die benutze ich gerne. Ja. Wir haben nur so Leiter, alles voller Leitern, ich sehe das schon. Er trägt ja das Baby mit sich. Wir haben auch mal gesehen, wie er ausruhen muss, wie er sich die Schultern massieren kann, wie er schlafen kann oder auch wie er mit seiner Mutter Monika dem Baby was vorspielt, damit es dem auch wieder gut geht. Also es war unheimlich viel gelaufen in dieser Welt. Was haben wir da noch für interessante Features gesehen? Bosskampf gab es noch zu sehen. Ein Bosskampf am Ende, genau. Der ist ein bisschen merkwürdig. Also wo man die Action-Seite ein bisschen mehr saß, da schien er irgendwie mit Granaten irgendwie auf dieses Vieh, was so ein bisschen Souls-like. Granaten aus Blut übrigens. Das waren tatsächlich Blutgranaten. Granaten aus Blut, ja. Ah, ich war nicht sicher, ob die Granaten bei dem Vieh so eine riesen Wolkenblutung, kennt man ja, verursacht haben. Oder ob es waren wirklich Blutgranaten. Ja. Denn es scheinen Körpersäfte sehr wichtig zu sein in diesem Spiel. Also ich habe mir das hier notiert, Urin, Kot, Schweiß und Blut, sehr wichtig. Okay. Das waren wohl alles Ansagen. Frag mich nicht inwiefern, aber wir haben zum Beispiel auch das Safe House gesehen, jetzt noch in einer zweiten Gameplay-Sitzung. Und es schien so, als könnte man, ich weiß nicht, ob das Blut war, was er schon am Körper hatte, was nur abgewaschen wurde oder ob er sich selbst Blut abgenommen hat, aber anscheinend ist Blut irgendwie wichtig, um das zum Beispiel als Waffe einzusetzen. Oder ich glaube, die Flüssigkeit, die dann am Ende entsteht, wenn er sich reinigt, also wo Dreck und alles drin ist, aus dieser Anderswelt, ich weiß es auch nicht. Okay. Damit kann man wohl Waffen upgraden, wenn man die Flüssigkeit sammelt. Und wir haben gesehen, aus Urin wachsen Fliegenpilze. Wir wissen nicht, was das bedeutet. Aber anscheinend kann man auch anderweitig sein Geschäft nachgehen. Und es ist wichtig, Körperflüssigkeiten wieder zu verwerten. Ja. Und was wir noch gesehen haben, ist natürlich Fahrzeugfahren. Irgendeinem Typen aus der Kanzel rausziehen, ihm einen mitgeben und dann reinsteigen und selber fahren. Mhm. Das ist natürlich Lieferservice 3.0. Das stimmt. Und vieles sah da eigentlich aus, wie man es kennt. So, ich meine, dass man, also wir haben jetzt auch viel erklärt, was irgendwie man überhaupt nicht kennt aus Spielen. Aber zum Beispiel diese Szene mit dem Auto. Er ist ja zuerst in so ein Lager reingeschlichen. Dann war es irgendwie ein bisschen Metal Gear Solid-artig. So, und nicht entdeckt werden, die Gegner scannen. Haben die vielleicht was dabei? Ich glaube, einer hatte Container Repair Spray dabei. Dann hat er den erdrosselt. Und dann ist der Alarm losgegangen. Und die ganze Basis ist irgendwie auf Sam gestürzt. Und er musste sich wehren. Und dann hat er das Auto geklaut. Das sind eigentlich die Parts, die mich so am wenigsten gekickt haben, ehrlich gesagt. Klar, man weiß ja jetzt nicht, ob dieses Rumgelaufe und Weggesuche und Baby beruhige, ob das irgendwie Spaß machen wird, aber das kickt mich eher, als wenn ich, ich bin auch nicht so der Schleichfan, das hat man mitbekommen, aber das sah jetzt auch nicht so geil aus, als würde es Spaß machen, dass wenn die ganzen Leute auf dich zurennen und du die auf alle Arten kaputt machen kannst, mit dieser Bola, die du werfen kannst oder auch im Faustkampf und wie du dann so hektisch wegflüchten musst, ich weiß nicht, das sah für mich konfus aus und
so, als würde es mich ärgern, wenn ich Alarm auslöse. Also ich bin eher so der Wandertyp. Ich weiß es nicht. Ja, also das stimmt. Das hat auch bei Metal Gear 5 jetzt nicht so vielen Leuten gefallen, aber für mich war das dieser spielerische Schleichanteil aus Metal Gear 5, und daran erinnert mich Death Stranding wirklich sehr stark in diesen Camps, den fand ich super, diesen Teil des Spiels. Und ich bin froh, dass Death Stranding wenigstens auch noch eine Möglichkeit hat, mal ein bisschen was Actionmäßigeres zu erleben, weil ich bin mir auch nicht sicher, das klingt alles sehr spannend, dass man Pakete verlagern muss, dass man auf Gewicht achten muss, nicht in die Strömung reintritt und die Pakete nicht verliert oder beschädigt. Ja, das ist so ein bisschen Survival-mäßig, weil man muss sich Schulter massieren, Füße reinigen, das richtige Schuhwerk auswählen. Also da scheinen sehr viele Details drin versteckt zu sein. Und da weiß ich nicht, wie viel Spaß das am Ende macht. Aber ich kann mir vorstellen, dass zumindest diese Schleicheinlagen in den Camps, die könnten mir gefallen. Ja. Denn da wurde ich sehr an Metal Gear 5 erinnert. Ja. Also ohne Action geht's auch nicht. Und das hat man jetzt gesehen, ist in dem Spiel drin. Und ich glaube, das könnte eine coole Mischung werden. Ja, das ist halt die Frage. Aber im Grunde weiß man es echt nicht. Genau, weil ich weiß ehrlich gesagt nach all dem, was man jetzt gesehen hat, in meiner Vorentscheidungsfindung, wir haben ja auf der Gamescom da schon so gestanden und gedacht, das könnte total geil werden, das könnte aber auch totaler Mumpitz werden. Ja. Das hat mir nicht wirklich geholfen, das Spiel besser einzuschätzen. Weil teilweise ist es jetzt greifbarer, eben durch diese Camp-Infiltration, wo man so denkt, oh ja gut, okay, also da ist doch sowas wie klassisches Gameplay drin. Auf der anderen Seite gibt es aber auch so Dinge. On Talk. Oh, der Talk is on. It's the On Talk. It's the On Talk. Then the Talk is on. Ja, okay. Falls jemand den klauen möchte, ihr habt ihr hier zuerst gehört. Ne? Worauf ich hinaus wollte, war, dass ich immer noch nicht weiß, ob es gut wird. Ja. Das stimmt. Aber ich bin nicht weniger gehypt, muss ich sagen. Ich habe immer noch Bock, das so schnell wie möglich zu spielen und dieses Rätsel ihr wisst schon. Zu entwirren. Ja. Ja. Ist euch noch die Werbung aufgefallen? Nee. Also einerseits gibt es Monster Energy im Spiel, die sehr spielrelevant ist. Ja. Und das sind tatsächlich auch, da ist das Logo drauf, das sind Monster Energy Dosen. Da dachte ich schon, okay, das habe ich in der Form schon länger nicht mehr gesehen. Das ist so offen, das hat er mehrmals auch betont. Und ja, dann kannst du deine Monster Energy trinken, hat es auch nicht irgendwie anders genannt. Und jetzt in dem Safehouse, was nochmal gezeigt wurde, da wurden in der Dusche, anscheinend besteht die Dusche auch aus Bildschirmen, da wurde auch Werbung drauf gezeigt, und zwar von einer Norman Reedus-Serie auf AMC. Okay. Ich weiß es nicht, inwiefern dieses Spiel noch mehr Werbefläche ist, aber ich fand das schon, wenn man das schon so zeigt, in diesen kurzen Sachen, die wir bisher gesehen haben, oh, ich habe da ein bisschen Bedenken, muss ich sagen. Du meinst, dass das Spiel zugekleistert ist, oder was? Ja, wenn man schon die Dusche als Werbefläche nutzt und eher Monster in. Also ich habe das in der Form schon länger nicht mehr gehabt. Mhm. Klar hat man das regelmäßig in Spielen. Final Fantasy hatte auch Cup-Noodles und Kleider, tatsächliche Hochzeitskleider und so, aber ich bin da immer ein bisschen. Das ist auf den letzten Metern das Geld ausgegangen. Oder auf den ersten, weil es vielleicht erst möglich wurde, also dank Energiegetränken. Das steckt da noch drin. Gibt. Das wird spannend. Naja, ist mir nur aufgefallen. Ja, vielleicht ist es wirklich ein Death Stranding. Ach, vergesst es. So, komm, machen wir noch schnell weiter. So wahnsinnig viel gibt es ja auch gar nicht an wirklich spektakulären Sachen. Ja. Interessant bestimmt Yakuza. Mhm. Like a Dragon, ein neuer Yakuza-Ableger, der halt auch mal sagt, wir machen alles anders. Wir kennen Yakuza GTA auf Japanisch, ganz kurz gemacht, mit viel Geprügel, viel Story und viel Minispielwahnsinn. Mhm. Jetzt wechseln wir das Genre und damit auch das Geprügel. Mhm. Ja, also es bleibt immer noch vieles beim Alten, es ist immer noch genauso verrückt. Die Story wird wahrscheinlich wieder sehr cool und hat einen starken Fokus. Minispiele, hast eine neue Gegend. Aber sie setzen nicht mehr so auf diese Prügeleinlagen in der Innenstadt, beziehungsweise jetzt in einer anderen Form, denn es ist jetzt ein Rollenspiel. Mhm. Ein rundenbasiertes strategisches Rollenspiel, in dem immer noch die gleichen Prügeleien stattfinden, bloß eben, dass man jetzt nicht mehr so actionreich in die Tasten haut. Also das finde ich schon bemerkenswert, ehrlich gesagt, ein rundenbasiertes Rollenspiel zu machen aus Yakuza. Also ich meine, es ist cool, dass sie da sagen, wir arbeiten mit diesem Franchise mal so ein bisschen flexibler. Mhm. Da gab es ja auch mal diese Zombie-Geschichte schon vor ein paar Jahren und das Judgment geht ja tendenziell zumindest auch in so eine andere Richtung. Stimmt, ja. Also die versuchen sich da schon im großen Stil. Ich
bin mal gespannt, ob genau diese Sache gut funktioniert, weil das ist schon sehr, sehr ungewöhnlich. Mhm. Aber Sega probiert da ja immer ganz gerne mal ein bisschen rum, zum Beispiel auch mit dem neuen Sakura Wars. Ist sehr, nur es sei einmal hier genannt, Project Sakura Wars heißt, das ist eigentlich so eine seit Saturn-Zeiten eine japanische Serie, die so ein bisschen im Steampunk-Bereich angesiedelt ist, aber ein Strategiespiel eigentlich ist. Und jetzt kommt da auch ein neuer Teil, der so ein bisschen, ja, in Echtzeit-Action-Kämpfe irgendwie reingeht. Das Ganze noch ein bisschen mehr so Dating-Sim-mäßig, glaube ich, andickt. Mhm. Und keine Ahnung. Ich meine, ich weiß auch nicht, ob das überhaupt jemals. Doch, ich glaube, es ist für den Westen bestätigt. Mhm. Soll schon kommen. Aber ob das so ein Genrewechsel ist, der dann irgendwen interessiert? Ja, Genrewechsel. Also für mich hat es so ein bisschen stark ausgesehen wie so ein Warriors-Spiel. Also man hat auch gesehen, dass die Kombos so wie in einem Warriors-Spiel ausgelöst werden, nämlich dass du die ganze Zeit eine Taste hämmerst und wann du dann die letzte hämmerst, das ist dann halt deine Kombo. Also Quadrat, Quadrat, Quadrat und hinten Dreieck oder nur Quadrat, Quadrat, Dreieck. Und so sah das ganze Spiel auch aus. Also relativ erstmal simpel irgendwie, wie man da kloppt. Und ich denke mal, die Dating Sim, der Dating-Sim-Anteil, der wird irgendwie die Würze dazu geben. Mhm. Pff, aber ich kenne es ehrlich gesagt auch nicht. Sah nett aus, vor allem für Anime-Fans. Ja, ist halt so eine super Insider-Serie, ja. seit vielen Jahren. Aber deswegen umso komischer, gerade jetzt so, ich glaube, so Spiele wie Persona, diese Reihe, die ja auch über viele, viele, viele Jahre und Konsolen sich vom Geheimtipp über ich komme auch mal nach USA als Umsetzung bis hin zu bei uns ist es plötzlich ein richtig angesagtes Schema. Ja. Die sind ja eigentlich auch vor 15 Jahren, hättest du als Publisher noch gesagt, Kassengift, nächstes Spiel. Stimmt, ja. Und heute funktioniert das ganz gut. Ne? Also da ist natürlich eine riesen Szene im Gange. Also wer weiß, vielleicht ist da jetzt der Moment, wo Sakura Wars plötzlich zu riesig aufspielen wird am besten. Mhm. Ich wage es aber ehrlich gesagt zu bezweifeln. Nioh 2 gab es auch noch, das haben wir auf der Gamescom schmerzlich vermisst. Gibt es ja demnächst auch eine Beta, die da starten wird. Es gab, glaube ich, jetzt eine geschlossene Alpha oder eine geschlossene Beta vor kurzem. Aber da brauchen wir auch nicht zu viel zu sagen, denn da bist du ja. Das schaue ich mir an. Und zwar auch genau das Gleiche, was wir bei der Tokyo Game Show jetzt gesehen haben. Deswegen warten wir einfach darauf. In aller Ruhe mal gucken, was der zweite Teil kann. Ein bisschen Bock habe ich schon drauf. Naja. Ansonsten habe ich jetzt auf meiner Liste nur noch Sachen, die eigentlich mehr oder weniger Updates sind von Sachen, die wir schon kennen. Hier mal ein neuer Trailer, da mal irgendwie neue Demo. Mhm. Nichts wahnsinnig Relevantes. Guilty Gear 2020 kann man vielleicht noch mal ganz kurz nennen. Nicht, dass ich mich jetzt groß auskennen würde mit der Serie, aber mich hat es eigentlich wieder weggeblasen, wie das aussah. Weil, das stimmt, auf jeden Fall, ja. Also Arc System Works heißt ja der Entwickler, die hatten zuletzt auch, glaube ich, Dragon Ball FighterZ gemacht. Oder FighterZ? FighterZ. Haben sie selber gesagt, Fighters. Fighters. Und da haben sie schon gezeigt, dass sie das wirklich hervorragend verstanden haben, wie du 2D-Prügelspiel-Anime-Optik irgendwie mit 3D vermischst. Weil, wenn man sich das mal genau anguckt, so hätte ich mir eigentlich auch Street Fighter gewünscht. Du hast dieses phasenweise, diese reduzierten Animationen, die du auch in Animes hast, die ja sparsam animieren müssen. Und das kriegen die hier vermischt mit 3D-Look. Sieht hammer aus. Das stimmt. Und Guilty Gear kannst du eigentlich fast nicht mehr sehen. Ich weiß gar nicht mehr, was das alles für Teile sind, so wie die alle immer hießen. Aber nur, weil es so geil aussieht, hätte ich fast gedacht, so das müsste man sich nochmal angucken. Das stimmt. Ja. Das ist schön, was man heutzutage echt mit Polygonen machen kann. So, ne? Ja. Also das ist. Und dann ist, glaube ich, im Rahmen der TGS, vielleicht habt ihr das auch gesehen, hieß das Stranding Sales? Stranded Sales? Habt ihr das gesehen? Nee. Ist, glaube ich, als PlayStation-Trailer auch gezeigt worden, dass es so ein kleines, knuffiges Open-World-Survival-Spiel ist mit Harvest Moon-Anteilen, wo du dich auch irgendwie drum kümmern musst, was du für Gemüse anbaust und so, die Welt erkunden. Und es ist so ein bisschen piratisch angehaucht. Ich weiß nicht, das sah echt sehr knuffig aus. Also vor allem der Harvest Moon-Aspekt, dass man da ich glaube, da habe ich auch so einen saulustigen kleinen blauen Elefanten gesehen, den man da hat. sowas spricht mich irgendwie an. Also hat mich zuerst irgendwie auch an Tunic erinnert. Kennt ihr das? Ja, ja klar. Es hat so einen ähnlichen, reduzierten, knuffigen Grafikstil. Hier ist es ein bisschen detaillierter, aber so diese Mischung mit sich in der Welt zurechtfinden, Geheimnisse aufdecken und auch sich um sein eigenes Überleben zu kümmern, das spricht mich an irgendwie. Finde ich das geil. Klingt interessant, habe ich noch nichts von gehört, sozusagen. Ja, im Großen und Ganzen eine Tokyo Game Show, glaube ich, auf die man verzichten kann, um selber hinzufahren, sich anzugucken. Kann man vielleicht mal mit dem Japan-Urlaub oder so verbinden. Eine Update-Show, eine eher an den japanischen Markt gewendete Show. Mal gucken, wie es im nächsten Jahr weitergeht. War auf jeden Fall mega erfolgreich. Nicht ganz so erfolgreich wie letztes Jahr. Das war die erfolgreichste aller Zeiten. Um euch mal einmal noch ein Gefühl für die Bedeutung zu geben.
Da waren in diesem Jahr 262.000 Besucher und die Gamescom im Vergleich, die ja die weltgrößte offene Messe ist, die hatte dieses Jahr 373.000. Also das ist schon eine richtig große Geschichte, auch in Japan. Ja gut, aber an dieser Stelle habt ihr wahrscheinlich alles Wichtige gehört und könnt deswegen beruhigt jetzt euch dem Spiel eurer Wahl zuwenden oder natürlich bei uns auf dem Kanal bleiben. Wie das geht, das erklären wir euch gleich. Ja, wie genau läuft das denn jetzt? Das ist eine berechtigte Frage, die wir natürlich noch beantworten wollen. Also erstmal liken, kommentieren, abonnieren und die Glocke aktivieren. Und dann klicken. Hier sind nämlich noch weitere Premium-Videos verlinkt. Seid ihr dran? Jetzt müsst ihr irgendwas sagen. Ich würde gern zeigen, aber ich darf ja nicht. Es ist aber hier irgendwo bei mir. Oh, ich zeig's euch jetzt nicht. Sind die Videos, sie sind bestimmt sehr gut. Bis zum nächsten Mal.